So, meine Damen und Herren, willkommen jetzt zurück zu einer neuen Folge von GTA. Heute wieder mal alleine in einer größeren Runde, ist mir jetzt aber auch egal, denn ich bin wieder mal in einer kleinen Vorproduktion, die ihr sicherlich nicht ganz so mitbekommt wie ich, weil ich bin wieder unterwegs vor Silvester, da ich Silvester wahrscheinlich doch zu meinen Eltern fahre, was ich zuerst nicht dachte, aber jetzt bin ich doch bei meinen Eltern wahrscheinlich. Und jedenfalls scheißegal drauf, die Sache ist jetzt nur, dass ich überholt werde von allen Leuten. Nein, da ich ja im Vorproduktion bin und nicht weiß, was ich großartig aufnehmen soll alleine, sind wir jetzt hier angekommen bei einer Runde GTA. Und ich habe gemerkt, ich brauche A, habe ich ein großes Update gebraucht. Und zweitens gibt es viele, viele Erneuerungen, die mich jetzt schon antören und ich gespannt bin, was da alles zu machen ist. Ich weiß, es gibt neue Heiß und ja, ich hole mir dazu ein paar Leute her, die natürlich mit mir die Heiß machen. So zwischen ordentlich und chaotisch habe ich die Leute und da werde ich mir schon die richtigen raussuchen. Ich würde mal sagen, Byte wäre, glaube ich, gut dafür. Ich würde mal sagen, Rolli hat, glaube ich, auch GTA, der wird auch gut dafür sein. Und wen ich noch dazu hole, ist bisher nicht bekannt. Ich würde mal sagen, die beiden, man müsste natürlich die Zeit finden und dann mal sagen, okay, am Wochenende, wo wir alle mal Zeit haben, gemeinsam aufnehmen. Und ich muss mal sagen, sieht ziemlich lustig aus. Dafür, sie ist ja, da stand's. Zwei Runden, okay. Sie ist ja, glaube ich, Custom gemacht. Also, so gehe ich davon aus, weil ab sofort kann man ja auch Custom Maps machen von einem Verwandlungsrennen, was ich ziemlich, ziemlich geil und spannend finde, was da für komische Maps rauskommen. Die ist ja jetzt schon richtig lustig, finde ich. Und wie gesagt, ich weiß, es gibt neue Heiß, ich weiß, es gibt neue Sachen. Es gab damals der Schlitzer und Schlitzer ist jetzt wieder so eine abgewandte Version von dem, was jetzt kommt oder gekommen ist. Jetzt gibt es nämlich irgendwie irgendwas mit Waffen, mit einer Schroti. Und wenn der Kunde mich umbringt, kurz vorm Verwandeln. Das ist ein elender Wichser. Ja, das schreibt zwar sorry. Also das Bootfahren finde ich lustig. Man muss auch sagen, GTA würde ich auch gerne mir so ein Boot holen. Aber man muss die Zeit dafür haben, irgendwie rumzufahren. Dann ist es bestimmt richtig, richtig lustig. Ja, ich habe vorhin gerade eine Runde ETS aufgenommen. Für die Leute, die ETS nicht gucken, sage ich jetzt gleich mal hinzu. Wartet. So, schreiben wir mal kurz einen K hin. Ich versuche, oder ich mache jetzt die Cam-Views auf meinen Kanal, kommen jetzt, kann man jetzt irgendwann mal in der nächsten Zeit gucken und dann ist noch, dass ich ein Relive, ein Real Talk Video noch machen möchte und dazu kommt dann ja noch das Silvester-Video. Also kommen jetzt in nächster Zeit noch ein paar Videos auf euch zu in meinem Kanal. Und da könnt ihr euch jetzt schon freuen. Das ist ja ein komisches Flugzeug. Aber geil ist das. Das ist allein jetzt schon so extrem schnell. Nicht gut aufgekommen. Aber ich finde es gut, dass er vor mir jetzt jedenfalls auch sorry gesagt hat, so ein faires Game möchte und nicht einfach wegdrängen und gut ist. Das finde ich sehr, sehr geil von dem Kunden. Weil es gibt ja auch Idioten, die drängen nicht dann einfach von der ganzen Bahn und ich kann es überhaupt nicht leiden. Sind wir mal ehrlich. Sind wir schon in der zweiten Runde? Nee.
Alter, mir ist so extrem lang. Eigentlich wollte ich zwei Runden machen, aber das ist ja richtig krank, die Map. Ja, gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, die man jetzt so spontan erzählen kann? Ich glaube mal eher nicht. Da bin ich jetzt wohl am Ende meiner Sachen angekommen. Weil Projekte Jahr 2017, das habe ich schon mehrmals erzählt, nicht nur in anderen Games. Ich habe das im Jahresvideo erzählt, ich glaube sogar auch hier habe ich das auch schon erzählt gehabt, dass ich euch dieses Jahr mit entscheiden möchte mehr lassen und ihr sollt sagen, jo, welches Game möchtet ihr denn gerne sehen, weil wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr wollt The Last of Us oder sowas sehen, sage ich euch gleich, nein, ich habe mein eigenes Leben, ich kann mir selber bestimmen, ob ich tot sein möchte oder nicht. Alter, wo kommt der auf immer her? Also es ist ein ganzes, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Und mein Auge juckt gerade. Das ist richtig scheiße. Also wie gesagt, die Highs werden dann irgendwann mal kommen. Ich muss auch sagen, ich habe bisher nicht von Paluten die Highs angeguckt. Ich habe mir sonst alles von Paluten angeguckt. Aber jetzt muss ich sagen, ich habe kein Video mehr von Paluten großartig geguckt. Außer wenn er Relive oder sowas gemacht hat. Aus dem vollen Grund, ich möchte nicht gespoilert werden. Ich habe gesehen, man kommt ins Militärgebäude Dings rein, man fliegt mit den ganzen verschiedenen Flugzeugen, ist natürlich klar, weil die sind natürlich mit dem Update reingekommen. Und oh, jetzt. Und dann ist es natürlich auch klar, dass man. Guck mal, er war schon fair zu mir, deswegen habe ich jetzt auch abgebremst. Ich würde mal sagen, das ist aber auch fair genug. Jetzt habe ich kurz die Kontrolle verloren. Vor allem, ich muss nebenbei jetzt auf die Uhr gucken. Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. Dann sollte ich theoretisch essen, sagen wir es mal so. Weil ich dann langsam auf Arbeit muss. Ich weiß, euch interessiert es eher nicht, aber ich bin gerade hier in der Vorproduktion. Das ist ja gerade das fünfte Video, was ich rausbringen kann. Möchte ist was anderes, also ich möchte eigentlich nicht die beiden Rocket League Videos rausbringen. Jetzt in nächster Zeit. Aber wenn es nicht anders geht, dann bringe ich die natürlich auch lieb gerne raus. So ist es jetzt nicht. Eine richtige Segeltour wäre bestimmt auch lustig. Ich finde das so richtig chillig hier. Also da kann man, braucht man eigentlich gar nicht machen. Da kann ich mir auch mal kurz mein Auge jucken, was so ein bisschen juckt. Und ja. Ach, ich möchte auch noch ein Real Live, also so ein Real Talk Video machen. So wie Raccoon Style läuft das. Ich möchte das bloß mit Kamera machen. Doch, Raccoon macht das ja auch mit Kamera. Also ich gucke von Raccoon, gucke ich leider keine Videos großartig mehr. Hat aber auch den Grund, ich gucke auch in Wirklichkeit, kommen noch Videos, ich gucke nur noch die großartig Pete's Meat Videos zum Essen. Das soll jetzt keine Werbung für Pete's Meat oder sowas sein. Aber die gucke ich gerne zum Essen, weil die Videos einfach mal fucking 30, 40 Minuten lang sind. Und wenn ich so mich auf die Arbeit vorbereite und dann noch Mittagessen und sowas, dann ist so ein Video perfekt. Deswegen sage ich, weil ist Schluss bei mir mit irgendwas allen, dann esse ich. Und dann kann ich auch in Ruhe noch mir so ein langes Video reinziehen. Und das ist geil. Also ich finde das richtig geil. Ich weiß nicht, wie ihr sowas findet. Deswegen hat ihr auch oder bringe ich auch ETS ungeschnitten raus, bringe ich auch Battlefield ungeschnitten raus und ja, an sich ein paar Projekte ungeschnitten, nee, aber ja, GTA jetzt brauche ich nicht schneiden, weil Rennen ist Rennen und Rennen ist manchmal interessant. Transport Fever schneide ich, das ist natürlich klar. Gut, jetzt das war's mit dem knappen Rennen. Macht mir nichts aus. Alles okay, alles gut, GG, sage ich nur. Hab ich immer getroffen und ich bin rausgeflogen. Alles gut. Bisher war es ja auch ein sehr, sehr faires Game, muss man ja sagen.
Und ich glaube, da ist das Ziel. Da kann man nur sagen, GG. So, da sehen wir, ich bin Zweiter geworden. Man hat auch kurz nochmal gesehen, dass ich noch etwas mit ihm geschrieben habe. Mit dem anderen Kunden. Aber ich würde mal sagen, das ist alles kein Thema. 18.000 haben wir gerade mal bekommen. Okay, für zwei Runden von 8 Minuten. Und da bammt er in die Luft. Der sieht komisch aus. Aber okay, ich habe Stück auf. Geil. Gucken wir mal. Fuck, er hat die beste Runde gehabt. Er hat mir jetzt noch irgendwie was geschrieben gehabt. Ich weiß nicht, was das so heißt. Wir können ja auch nicht hochscrollen. Oder Bild. Nee, geht leider nicht. Er hat mich gefragt, ob ich ihn gebumpt habe und nicht nach links gegangen bin und sowas. Aber Leute, bevor es hier weitergeht, gehe ich raus. Denn die Aufnahme ist vorbei. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen Daumen. Wenn nicht, einen Daumen runter. Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt ihr mir das Wort. Ciao, ciao.